Ich werde nicht die SpongeBob-Stimme machen. Das war das beste Video meines Lebens. Hey Freunde, Mert Mango hier und heute erzähle ich euch, wie man in 3 Tagen Millionär werden kann. Und genau so ein Müll kann verhindert werden, wenn ihr dieses Video guckt. Hey Freunde, da danach gefragt wurde, gibt's heute ein kleines Tutorial dazu, wie ihr, wenn ihr auf dem iPhone filmt, auf eurem iPad sehen könnt, was ihr da denn gerade filmt. Es ist für mich tatsächlich ein essentieller Teil dieses Kanals, da ich nur mit meinem iPhone aufnehme und ich mit der Frontkamera nicht aufnehmen möchte, weil die Qualität sehr viel schlechter ist, aber ich gleichzeitig ja nicht sehen kann, was auf meinem Bildschirm passiert, wie ihr am Anfang dieses Videos gesehen habt. Das Ganze ist aber recht simpel. Und zwar, man kann es natürlich machen, indem man über irgendeine App den Bildschirm vom iPhone spiegelt. Und das ist auch nicht so nützlich wie das, was ich euch heute zeige. Und zwar funktioniert das bei mir über eine Kombination von 2 Apps. Und diese Apps sind Filmic Pro und Filmic Remote. Wenn ihr mit einem YouTube-Kanal anfangt und mit eurem iPhone filmt, dann ist Filmic Pro eine App, die euch recht schnell empfohlen wird, da ihr einfach sehr viel mehr Kontrolle über die Funktion der Kamera eures iPhones habt, als in der Standard-Kamera-App, in der man ja eigentlich fast gar nichts auswählen kann, außer die Auflösung. Und zwar gibt es im App Store die beiden Apps als Bundle zu kaufen für 20 Euro. Mit Filmic Pro könnt ihr normal eure Videos aufnehmen und mit Filmic Remote, und das zeige ich euch jetzt mal, könnt ihr sehen, wie das Ganze aussieht. Also, gib mir kurz. Wir schalten jetzt mal hier drauf um. Und zwar seht ihr hier, dass ich gerade mit dem iPhone 13 Pro filme. Hier steht halt das Mikro. Und unter dem iPhone 13 Pro ist gerade das iPad Mini, auf dem ich sehen kann, was oben passiert. Das ist, wie ihr seht, hat das sehr viel weniger Frames pro Sekunde, als es jetzt in echt passiert. Aber am Anfang ist es ja sowieso nur wichtig, dass ihr wisst, dass ihr im Frame seid, dass ihr seht, dass das Bild nicht komplett überbelichtet ist. Und ich kann euch das auch mal eben zeigen, wenn ich hier aus der App rausgehe. Es ist nämlich so, dass ihr im Prinzip einfach nur die App startet. Ihr seht, auf welchem iPhone im selben WLAN gerade Filmic Pro läuft. Klickt das an. Und im Prinzip seht ihr dann ganz einfach, was in Filmic Pro passiert. Viel mehr ist das gar nicht. Aber der große Vorteil, den ihr in Filmic Pro habt, im Vergleich dazu, wenn ihr nur über AirPlay oder so euren Bildschirm spiegeln würdet, ist, ihr könnt kontrollieren, was passiert. Das Video will ich jetzt natürlich nicht stoppen, aber ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, die Linse zu wählen und könnte das Video jetzt hier in Weitwinkel umschalten. Oder ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Fokus und die Einstellung, die ich hier offensichtlich falsch gemacht habe, die könnte ich zum Beispiel richtig einstellen, wenn ich Ahnung hätte. Ich kann den Weißabgleich einstellen und so sehr richtige und sehr falsche Farben auf meinem Bild anzeigen. Also alles, was auf dem Bild nicht richtig aussieht, das könnt ihr auch direkt hier in Filmic Remote korrigieren durch die Fernsteuerung. Und das ist einfach unglaublich nützlich und macht meinen kleinen YouTube-Kanal mehr oder weniger überhaupt möglich. Ja. Jetzt kennt ihr das Geheimnis, das kein Geheimnis war. Wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr Fragen zu meinem Workflow oder zu welche Apps ich für welchen Zweck nutze habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, darüber Videos zu machen. Und dann schaut euch doch hier eins meiner letzten Videos an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.